Wie schon gesagt, ich arbeite für den FEF, den Wissenschaftsfonds. Das ist die größte Förderorganisation für Grundlagenforschung in Österreich. Open Access, ich glaube, ist vielen bekannt. Das ist die Idee, dass man wissenschaftliches Wissen in Form vor allen Dingen von Publikationen, aber auch von Forschungsdaten im Internet frei zugänglich macht. Das ist bisher noch nicht selbstverständlich. Warum ist diese Idee von digitalen Publikationen und die frei zugänglich zu machen, aus meiner Sicht notwendig, weil es bekannt ist, dass etwa 20, vielleicht sogar in vielen Fällen sogar seit 30 Jahren wissenschaftliche Publikationen digital vorliegen. Es ist sogar so, dass ältere Publikationen, also die nur auf Papier erschienen oder noch ältere, die auf Papyri erschienen sind, mittlerweile nur noch gesichert werden können, indem sie digitalisiert werden, weil der Aufwand für die Präservierung so enorm hoch wäre, dass das anders gar nicht mehr möglich ist. Die technischen Hilfsmittel, Publikationen im Internet zu lesen oder digital zu lesen, haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Ein ganz wichtiger Punkt: Wenn ich vor diesem Auditorium hier rede, dann werden sich viele sagen, ja, digitale Publikationen, ja eh, warum redet man auch darüber? Das ist nicht in allen Generationen und allen Wissenschaftsdisziplinen selbstverständlich. In vielen, beispielsweise in den Geisteswissenschaften, wird noch viel auf Buchpublikationen gesetzt, die dann auch noch immer in Papierform erscheinen. Aber selbst dort geht die Tendenz immer weiter dahin, auch diese digital zur Verfügung zu stellen. Die Digitalisierung ermöglicht natürlich auch die Integration anderer Medien in eine wissenschaftliche Publikation. Man kann sie anreichern durch Visualisierung, durch Videos, durch Audio. Da gibt es mittlerweile einen ganzen Set von Tools. Wer das mal wissen möchte, was da in der Wissenschaft alles mittlerweile sich etabliert hat, der möge auf diesen ganz kleinen Link unten klicken und sieht, dass es da hunderte von verschiedenen Applikationen gibt, wie man mittlerweile wissenschaftliche Publikationen anreichert. Ein bekannter deutscher Mediziner hat letztens in einer Wissenschaftszeitung geäußert, wir produzieren zu viel Datenmüll. Was ist damit gemeint? Eine große Herausforderung in der Wissenschaft ist, dass die Publikationen nachvollziehbar sind und vor allen Dingen, dass die Daten, die den Publikationen zugrunde liegen, dass die von anderen Dritten reproduziert werden können. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine der größten Herausforderungen, die die Wissenschaft hat, dass sie die Daten so aufbereitet, die wissenschaftlichen Publikationen zugrunde liegen, dass sie durch Dritte nachvollziehbar sind, und das setzt natürlich voraus, dass sie auch offen und frei zugänglich sind. Da haben sich mittlerweile einige Prinzipien etabliert, wie die sogenannten Fair Guiding Principles, die genau das einfordern und die dafür auch die technischen Bedingungen definieren. Wir sind nicht nur in der Wissenschaft, in der Gesellschaft überhaupt mit einer Masse von Informationen konfrontiert, mit der wir umgehen lernen müssen. Und hier ist es notwendig, neue, intelligente Tools zu entwickeln, die uns erlauben, Wissen auch nach Bedeutung zu filtern und auswertbar zu machen. Ein großes Problem ist, dass viele dieser Datenbestände, und darauf werde ich nachher noch kurz zurückkommen, in der Hand von ganz wenigen Unternehmen sind, auch in der Wissenschaft, die dazu führen, dass einerseits große Verlage Publikationen anbieten, auf der anderen Seite auch die Tools anbieten, die wiederum die Bedeutung dieser Publikationen auswerten, und das meistens hinter einer Paywall und meistens so, dass die Rohdaten, die dem zugrunde liegen, gar nicht nachvollziehbar sind, beziehungsweise man keinen Zugriff hat. Das erzeugt natürlich einen natürlichen Bias, weil diese Unternehmen natürlich daran interessiert sind, ihre eigenen Produkte und Publikationen besonders hoch zu bewerten. Der freie Zugang zu Publikationen hat natürlich eine ganze Menge Vorteile, auch für die Gesellschaft und nicht nur für die wissenschaftsinternen Prozesse an sich. In vielen sehr wissenschaftsgetriebenen Technologiebereichen ist es bedeutsam, dass vor allen Dingen kleinere Unternehmen schnell Zugang zu den neuesten Erkenntnissen bekommen. Es
Es gibt Studien aus Dänemark und UK, die sagen, dass etwa 80% der kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen haben, den sie eigentlich bräuchten. Ein ökonomisches Argument kommt hinzu. Es haben sich viele Open Access Medien etabliert in der Wissenschaft, Zeitschriften, die frei zugänglich sind für die Leserinnen, und dieser Markt ist auch weitaus effizienter als der bisherige Subskriptionsmarkt. Um das vielleicht nochmal zu erklären, was ein Subskriptionsmarkt ist: große Verlage verkaufen vor allen Dingen an öffentliche Bibliotheken, vor allem der Universitäten, große Bündel an Publikationen, und diese sind dann nur für diese Institutionen, die die erwerben können, frei zugänglich. Und dafür nehmen sie exorbitante Preise. Also vielleicht mal, ich möchte nicht alle Spalten hier durchgehen, aber vielleicht mal einen Wert zu sagen: Die Max-Planck-Gesellschaft hat ausgerechnet, dass mit einer wissenschaftlichen Publikation macht im sogenannten Subskriptionssystem, machen die Verlage einen Umsatz von 3.800 Euro oder 5.000 Dollar. Im Open Access Bereich ist das weitaus preiswerter zu haben. Möchte aber nachher noch darauf zurückkommen, warum sich das wahrscheinlich in der Zukunft ändern wird. Auch die Politik, die große Politik, hat das Thema erkannt und fordert unter dem Motto: Das, was wir, und Forschung ist im Wesentlichen, vor allen Dingen Grundlagenforschung, öffentlich finanziert, das, was wir öffentlich finanzieren, sollte auch den Steuerzahlerinnen, die das tragen, frei zugänglich sein. Also es geht vom amerikanischen ehemaligen Vizepräsidenten bis hin zum derzeitigen EU-Kommissar für Forschung, bis auch zu Initiativen in den Niederlanden, dass die Politik immer stärker fordert, das, was die Forschung produziert, sollte frei zugänglich sein. Und ein letzter Grund: Viele werden von dieser Plattform schon mal gehört haben, Sci-Hub. Das ist ein Tool, was eine Wissenschaftlerin, ich glaube aus Kasachstan, entwickelt hat. Das ist illegal, möchte ich dazu sagen, das ist illegal. Aber sie hat ein Tool entwickelt, mit dem man jede wissenschaftliche Zeitschriftenpublikation, die in den letzten Jahren erschienen ist, bekommen kann. In den USA gab es schon eine Klage der Verlage dagegen. In Europa bewegt sich das alles noch im rechtsfreien Raum. Das Interessante daran ist, und deshalb habe ich ein paar Nutzungszahlen hier hingeschrieben, dass diese Website nicht nur von Wissenschaftlerinnen aus der dritten Welt oder so benutzt wird, die keinen Zugang haben, sondern die größten Nutzungszahlen haben Städte in Westeuropa und in Nordamerika, weil diese Plattform so einfach funktioniert im Vergleich zu Webseiten von Bibliotheken an den Universitäten, dass die Leute eher diese Plattform nutzen, um sich schnell ihre Papers runterzuziehen, als ihre eigenen Universitätsaccounts. Und der Grund dafür ist relativ simpel. Ich möchte das nicht vorlesen, möchte es nur eine Minute mal dran lassen, dass sich jeder mal das durchlesen kann. Das ist ein Zitat von Ivy Anderson, die ist die Chefin der Digital Library der Universities of California. Und sie sagt im Wesentlichen: Die jetzigen Businessmodelle, die auf Subskription basieren, entsprechen nicht mehr der digitalen Wirklichkeit. Und da kann man niemanden für verantwortlich machen, dass sie die digitale Wirklichkeit nutzen, sich ihre Paper runterziehen, auch von illegalen Webseiten, wenn die Verlage nicht ihre Geschäftsmodelle überdenken und diese ändern. Zurück zu meinem Titel: Open Access wird nicht alles lösen. Es wird einen freien Zugang ermöglichen zu Publikationen, das wird kommen. Es ändert aber nichts an dieser einfachen Tatsache. Ich beschreibe das kurz. Das beschreibt die Marktkonzentration von akademischen Verlagen. Wir sind im Moment in einer Situation, wo etwa 5 Verlage 50% der Zeitschriftenpublikationen in der Wissenschaft halten. Wenn dieser Trend so weitergeht, werden wir in 10 Jahren wahrscheinlich bei 2 bis 3 Verlagen sein, die 20% bis 80% der wissenschaftlichen Publikationen dominieren werden. Und wer den Markt dominiert, bestimmt den Preis.
Das heißt, auch wenn die Publikationen Open Access sind, werden wir weiterhin sehr hohe Preise mit öffentlichen Mitteln finanzieren müssen. Die Kandidaten, die dafür in Frage kommen, habe ich hier mal aufgelistet. Den Namen Elsevier werden bestimmt viele schon mal gehört haben, aber auch Wiley Blackwell oder eher unbekannte Firmen, die große Datenbanken halten, wie EBSCO, die ihr Geschäftsmodell mal mit Angelhaken und Gummistiefeln angefangen haben und jetzt im akademischen Bereich tätig sind, kommen dafür in Frage. Und da geht es nicht mehr nur darum, dass man das Kerngeschäft der alten Verlage waren, wissenschaftliche Publikationen. Jetzt geht es um den gesamten akademischen Workflow. Also von der Datenerhebung in der Wissenschaft bis hin zu Analyse-Tools, bis hin zu Writing-Tools, Publikationen, Outreach und dann noch das Assessment, also die Evaluationstools der Publikationen. Das alles wird mittlerweile von einigen Verlagen wie Elsevier oder Springer Nature in einer Hand angeboten. Und die Gefahr, in die wir laufen, ist, dass diese großen Firmen faktisch wie auch in anderen digitalen Welten den Markt beherrschen werden und uns die Preise diktieren. Was kann man dagegen tun? Dagegen wird eine ganze Menge getan. Es gibt eine große Initiative, an der auch österreichische Institutionen beteiligt sind, wie der Max-Planck-Gesellschaft. Das ist die Initiative OA 2020, die sagt, bis 2020 wollen wir diese Verträge mit den Verlagen umgestellt haben. Nicht mehr auf Subskription, sondern auf Open Access. Wir müssen stärker dafür sorgen, dass die Kosten, die wir da zahlen für Publikationen, transparent sind. Da gibt es auch eine große Plattform in Deutschland, an der auch wiederum österreichische Institutionen beteiligt sind, wo die Kosten transparent gemacht werden, dass man sie letztlich auch vergleichen kann und auch im Vergleich weiß, was man zahlt. Und langfristig ist es notwendig, dass wir keine großen Pakete mehr, Riesenpakete von Publikationen kaufen, die wir zum Teil auch gar nicht benötigen, sondern dass wir die Logik umstellen und für Serviceleistungen, die Verlage anbieten, einen fairen Preis zahlen, aber das auf der Ebene der einzelnen Publikationen und nicht mehr auf der Ebene ganzer Pakete. Dass das wirkt, hat eine Schlagzeile letzte Woche gezeigt. Die HRK ist die Deutsche Hochschulrektorenkonferenz. Die haben sich zusammengetan und verhandeln jetzt gemeinsam mit dem Verlag Elsevier und haben sehr scharfe Bedingungen definiert, eines unter anderem Open Access. Die letzten Verhandlungen haben ungefähr 5 Minuten gedauert, hat Elsevier seine Vorstellung präsentiert und die Chefverhandler der Hochschulkonferenz sind aufgestanden und gesagt, danke, nächstes Mal bitte ein besseres Angebot. Also die Logik verkehrt sich jetzt, dass die Verlage nicht mehr irgendwas hinlegen und sagen, friss oder stirb, du musst das kaufen, ansonsten hast du keinen Zugriff mehr, sondern die Universitäten sagen, wir haben Forderungen. Interessanterweise haben viele dieser deutschen Universitäten im Moment keinen Zugriff auf die Publikation von Elsevier. Es ist bisher nichts passiert. Also die Wissenschaftlerinnen wissen offensichtlich, auch wenn sie keinen Zugriff mehr zu den Datenbanken ihrer Universitäten haben, wo sie die Publikation herbekommen. Da gibt es verschiedene Wege. Man fragt die Kollegen einfach, schickt mir das. Da gibt es dieses Sci-Hub. Da gibt es Repositorien, wo Publikationen abgelegt sind. Es funktioniert also. Was wäre notwendig für einen funktionalen Markt? Aus meiner Sicht, wir brauchen mehr Wettbewerb. Wir argumentieren jetzt nicht, dass das alles völlig frei sein sollte, dass das nichts kostet. Das ist nicht der Fall. Was wir aber brauchen, ist mehr Wettbewerb und vor allen Dingen Fördermodelle, die über die Landesgrenzen hinaus funktionieren. Wir brauchen eine nicht kommerzielle Infrastruktur, also große Repositorien, die von öffentlich geförderten Institutionen gehalten werden. Und von diesen neuen Publikationsmodellen und Infrastrukturen gibt es eine ganze Reihe mittlerweile. Ich zähle nur einige auf. Das Hauptproblem ist dabei immer in der Wissenschaft, Publikation braucht Reputation, braucht ein langfristiges Förderungsmodell aus öffentlichen Mitteln, weil Forschung wird aus öffentlichen Mitteln getragen und die Publikationsmodelle brauchen auch eine kritische Masse. Es gibt eine ganze Reihe sehr mit Leidenschaft betriebener Publikationsorgane von einzelnen Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftlern, aber die sind dann meistens technisch
unterfinanziert und überleben dann auch nicht lange und verschwinden wieder vom Markt. So, das ist in der Nutshell eine kurze Übersicht über das Thema Open Access, und für Rückfragen stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön. Danke für den Vortrag. Jetzt gibt es die Möglichkeit für Fragen zu dem Thema. Bitte die Hände heben. Eine mehr technische Frage. An welche Aufbewahrungsdauern dieser publizierten Dokumente ist eigentlich gedacht? Es gibt immer wieder Berichte, sowohl von Seiten der NASA als auch von Seiten großer Bibliotheken, dass jene Bibliotheken, die ihre bestehenden physischen Bestände digitalisieren, ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr damit zu tun haben, die bestehenden digitalen Bestände in neue Formate und für neue Geräte umzuformatieren. Gibt es irgendwelche Aussagen dazu, bitte? Danke. Also da haben Sie völlig recht, das ist so eine große technische Herausforderung für die nächsten Jahre. Es hat sich aber verbessert, weil man sich international auf Standards geeinigt hat, die das verbessern sollen. Aber ein Versprechen in die Zukunft, dass das 100, 200, 300 Jahre halten wird, haben wir im Moment noch nicht. Bei den meisten geht man davon aus, dass sie mindestens 10, 20, 30 Jahre abgelegt werden können und auch weiterverwendet werden können. Das heißt, 20 Jahre, 30 Jahre ist angedacht. Das ist im Moment sozusagen der Stand, wo man sagen kann, das kann man so in etwa garantieren. Aber es wird in der Zukunft nach neuen Modellen gesucht, die das längerfristig Es gibt derzeit aber keine Medien, die das garantieren. Was, keine Medien, die das? Keine Datenträger, die das garantieren. Und keine Formate und technischen Geräte. Hundertprozentig auch nicht. Ne? Das ist das Problem, tatsächlich das Problem. Ja, 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 aber ich meine, so eine Probleme hatten wir natürlich in der Papierwelt auch. Ja? Als die Bibliothek von Alexandria abgebrannt ist, war faktisch auch ein Großteil des Wissens weg gewesen. Jetzt haben wir zumindest verschiedene Archivierungsmöglichkeiten, wo man immer wieder hoffen kann, dass das weitergeht. Ja, Entschuldigung, ich kann Sie leider nicht sehen, ich muss hier meine Schirm nehmen. Stefan Kasperger. Falk, ja. Ich erkenne dich, ja. Genau. Ich wollte noch ein bisschen wissen, wie es jetzt im Status quo in Österreich ausschaut. Also vor allem Wissenschaftsministerium, forschungspolitischer Seite, tut sich da auch schon langsam was, weil Niederlande und Deutschland legt da jetzt doch recht progressive neue Wege vor. Naja, es gibt Länder wie die Niederlande, da kommt das von den Universitäten selbst, aber auch von der Politik von oben. In Deutschland kommt das auch nicht von oben, sondern das wird von den Forschungsstätten getragen, und das ist in Österreich auch so. Also soweit ist Österreich nicht weg von diesen Ländern. Im Gegenteil, Österreich war eines der ersten Länder, die neue Verträge mit Verlagen gemacht haben, indem es den Wissenschaftlerinnen ermöglicht wird, Open Access zu publizieren. Also wir haben jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Verträge mit Verlagen und erweitern die auch immer und sind auch im sehr engen Kontakt mit unseren Kollegen in Holland oder in Deutschland. Gibt es weitere Fragen? Nein? Ja? Nein, wir sehen nichts da vorne. Entschuldigung. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke vielmals für den Vortrag. Und ich bitte unseren nächsten Speaker, sich bereit zu machen. In der Zwischenzeit werde ich euch was über ihn erzählen. Und zwar